Okay, die kurze Pause ist vorbei oder vielleicht ist auch eine neue Folge. Ich weiß nicht, wie wir es auf YouTube machen werden. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder in den Bossfight. Stimmt, ich habe ja zum Schluss versucht, den mit Karate zu machen. Vielleicht ist eine Mischung nicht schlecht. Eine Mischung aus Karate und Bonk. Was ich auch mal ausprobieren wollte. Ich habe doch diese dicken Töpfe gebaut. Large Sum of Blood Flies. Heavy Fire. Cursed Blood, was ist das? Fire. Heavy Fire. Heavy Holy? Gibt's noch einen größeren, ne? Tja. Ich weiß gar nicht, was der für Weaknesses hat, der Gegner. Ich gehe mal von Holy aus, weil die Gegner davor alle Holy Weakness hatten. Diese Dinge, was ist das für eine Form? Wir können natürlich auch versuchen, mal auf Black Knight Dolch zu gehen für einen ersten Hit. Und dann wechseln wir schnell. Wie wäre das? Wollen wir das mal probieren? Blade of Death. Für einen schnellen Down-Trigger und dann auf Keule wechseln. Oh, Alter, das hat ja richtig reingehauen. Okay. Alter, guck, zwei Schläge mit dem. Jetzt hätte ich nur vergessen auszuweichen, aber... Okay. Warte mal, der Black Knight Dolch, was macht der? Was ist das? Scarlet Rot ist das, ne? Hab ich noch irgendwas mit Scarlet Rot? Jetzt Black Knight... Black Knife Tische... gegen den summon und du hast easy peasy, sag ich einfach mal so. Der ballert einfach dann von der Ferne drauf, musst du eigentlich nur noch wegrennen. Wenn du dann noch Mage bist, I don't know. Zu gierig. Oh, und kein Mana mehr.
Okay, das Black Knife ist absolut OP gegen den. Das habe ich ja mit nur 4 Treffern, habe ich dem hier schon mehr als 2/3 abgenommen. Wie können wir das noch verstärken durch Talismänner? Lass mich mal gerade überlegen. Können wir das noch irgendwie enhancen? Ich glaube, es gibt gar keinen Scarlet Rot. Spell Effect Duration? Ist keine Spell. Ist kein Spellcasting, glaube ich. Na ja, gut, das ist klar. Das hier noch am ehesten. Kindred of Rot. Summon Spirit Dice raises attack power after defeating an enemy. Ist alles nix. Also richtig haben wir da nichts, glaube ich. Black Flame Magic? Ich dachte, das ist doch Rot, das ist doch Malekith. Ist das nicht Scarlet Rot oder sowas? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es auch egal. Wir müssen eigentlich nur den Attacken ausweichen und ein paar von den Dingern landen. So, alles andere ist schon wieder Rechenschieberei. Okay, das hat gar nichts gebracht. Och. Was für ein Scheiß-Cry. Dummen, verzögerten Pferdeangriffe, ey. Geil, der ist daneben gegangen. Der letzte nicht getroffen, ey, das raff ich nicht. Hä, wieso hat der denn getroffen? Oh, okay, der ist absolut machbar, ey. Da habe ich mich um 10 cm habe ich mich. Dann wäre das hier nochmal anders ausgegangen. Guck mal, der verliert immer noch Energie. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Black Knife ausgerechnet
die Weapon of Choice ist hier. Aber brauchst du gar nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Das haut ja so rein. Es ist bei Dings auch schon gewesen. Bei Relana hat es auch schon so krass reingehauen. Da habe ich es zwar nicht bis zum Ende benutzt, aber... Der zweimal, wenn der Postmann zweimal klingelt. Hä, wieso hat der nicht getroffen, ey? Bitte, ja. Gleich hätte ich heilen sollen. Oh, was? Was ist das für eine Scheißattacke gewesen? Die kenne ich noch nicht. Die hat noch nie gemacht. Lol, ey. Gräbt da plötzlich nochmal so ein... irgendwas raus. Horsefrost Stomp oder was? Was das denn? Hey, ich habe auch die falschen Mixtures. Da ich überhaupt nicht auf Stagger gehe jetzt, kann ich komplett eigentlich anders. Egal. Das war ja schon mal nicht so schlecht. Ich hab nicht... Okay. Gar nicht gecheckt, dass er vom Pferd gesprungen ist, ehrlich gesagt. Aber jetzt warte. So. Was haben wir denn hier? Wir nehmen auf jeden Fall die Bubble für länger leben. Converts damage received into HP. Ich glaube, ich nehme Damage Negotiation. Negation, nicht Negotiation. Oder Converts Damage, das habe ich noch nie probiert. Ihr sagt, das ist gut, ich probiere es aus. Komm. Let's try. Oh
Dann nehmen wir statt dem hier mehr Flask hier. Nein! Falsche Flask, warum sagt ihr denn nichts? Oh, schon wieder so ein Drecksanfang. Wie dumm kann's einfach laufen? Da ist sie weg, die Bubble. Zu langsam. Oh, du Sau. Oh, reicht das von der Distanz? Nein. Scheiße. Geil drüber gejumpt, allerdings. Ah, jetzt kommt's von außen nach innen. Wusste ich auch nicht. Ja. Ich hasse es, wenn die nach 20 Kämpfen immer noch neue Attacken. Okay, aber jetzt müsste ich doch langsam alle Angriffe kennen. Wobei ich finde diese, was er da macht, ah, das war zu früh gecastet, egal. Diese Frostbite-Attacken, die sind so ein bisschen schwer zu lesen, wo der Trefferbereich, also wo die erste Linie des Treffers sozusagen ist. Pferd. Oh Gott, ey, was für ein Timing, ey. Diese Attacke ist so mies. Also dreimal 1, 2, 3. Dann Pferd, dann er direkt hinterher. Dann Pferd, dann er direkt hinterher. Nee, hier, das machen wir erstmal. Ganz nach hinten. Du kannst mich niemals treffen, Junge. Ah, doch,
kannst du. Ich habe gegen Leune gekämpft, doppelte Größe wie du. Du kommst nicht raus aus dem Damage High Loop. Er lässt dich nicht. Und wieso hat das nicht getroffen? Ja. Es ist genau so getimt, dass das die Dauer eines Schlucks exakt mit deinem Treffer zusammenhängt. Deshalb trinke ich schon nicht direkt nach dem Treffer, sondern weiche noch den nächsten drei Treffern aus. Aber du findest kein Window einfach. Schon gar nicht für zwei Schlücke. Eiderschlucks. Das? Spring! Habe ich hier Delay oder was? Ja, ist klar. Er springt nicht. 5 Sekunden, nachdem ich gedrückt habe, ist er hochgesprungen. Ey, was ist das für eine Scheiße, ey. Fick alles, ey. Fick. Jetzt werde ich langsam sauer. Jetzt werde ich langsam tilt. Weil die scheiß Basics nicht klappen, dann werde ich richtig tilt hier. Fick. Nein, nicht jetzt. Ach, siehst du, das passiert. Jetzt bin ich tilt. Ich probiere was anderes. Check it out. Rein die Waffe. Holy Damage kann er auf jeden Fall auch nicht ab. Oh.
Mann! Einmal eine Scheißwaffe mit Reichweite. Guck dir mal an, wie lang diese Waffe ist. Warum hältst du die da vorne? Du könntest doch eine viel größere Reichweite haben. Guck dir das mal an, die Reichweite beim Sprungangriff. Lächerlich. Langsam. Springt einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er springt nicht, wenn ich drücke. Also entweder habe ich hier einen Ping von 300, er klebt am Boden fest, oder ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Hier hört ihr den Klick, wann es Klick macht und wann er springt. Sollte eigentlich machbar sein. Ja, das ist halt nicht im Kampf so. Ich sag euch, das hat was mit der Soße hier zu tun, in der man steht. Mann, falsche Flask. Oh, Jesus Christ, Lord. Kannst du oft drücken X wie du willst, da wird immer der Sprung geprockt. Hat nichts mit der Häufigkeit, wie oft man X drückt, zu tun. Oh, diese ewige. Ich krieg den immer.
anders. Und noch ein. Nein, geht nicht noch ein. Habt ihr gesehen, den Delayed? Alter, ich kann mich nicht mal bewegen, Alter. Habt ihr den einen Sprung noch gesehen? Da war die Magic Attack war schon weg. Da hat er noch den Sprung gemacht. Ja, ich komme näher, ich komme näher. Ich könnte es auch easy machen. Ich könnte es auch easy machen mit dem Schild. Mit einem dicken Schild, ein, zwei von den Schlägen easy wieder... Entweder Guard countern oder einfach blocken und dann warten, bis du wieder deine Special machen kannst. Aber es würde sich wie eine Niederlage anfühlen. Lieber den dummen Attacken ausweichen. Vielleicht zum Beispiel mal die erste hier nicht fangen. Nope, wir fangen sie. Alter, was sind das für Delays hier? Young Delay. Nein. Nicht getroffen. Zu eine Hundertstel Sekunde. Ich war wieder zu gierig. Wenn er vom Pferd geht, einfach nur ausweichen. Muss diesen Schlag nicht anbringen. Warte mal, diese. Das hat meines Empfindens nach hat das überhaupt nichts gebracht, dieses andere Ding in der Flasche. Wir gehen mal auf was anderes. Das hier hat, glaube ich, gar nichts gebracht. Machen wir mal so. Holy Attacks. Das ist nämlich eine Holy Attack. Das ist schon sinnvoll. Die Jump Attacks sind eigentlich auch schwach. Nehmen wir lieber die Charge Attacks. Sowas mal? Warum zögert. Okay. Was war das? Boah, das war knapp. Schon wieder. Zögert? Yes.
zu langsam. Alter, das ist so mies. So langsam die Attacke. Hab ich denn nichts Schnelleres? Jesus Christ, bin ich schlecht. So lächerlich, man weiß es nicht, warum es eintritt. Das weiß ich, warum es mich getroffen hat, okay. Naja, mit Frostbite kannst du dem Scheiß nicht mehr ausweichen. Falscher Flask, Mann!
Oh, beim Rückkommen auch noch mal. Okay. Was? Wieso hat der denn jetzt nicht getroffen? Und jetzt springt er! Ich verzweifle hier an der Technik. Haut den einfach in den Boden. Raff ich nicht. Da kannst du noch so meisterlich ausweichen. Aus Versehen an die Taste gekommen.
Oder wie lange er einfach ausholt. Komm nicht drüber! Bleib stehen! Nein. Wie viermal? Seit wann macht er das denn viermal? Nach den in der zweiten Phase muss ich auf Katana umspringen. Er ist ja zu schnell für diese Attacke hier.
Mann, diese drecksverzögerten Angriffe immer. Wirst du auch irgendwann mal zuschlagen? Wieso nehme ich denn auch nicht Impaling Thrust? Das ist doch viel besser. Ich bin so unfassbar dumm. Jetzt mache ich ihn fertig. Ja, genau beim Zurückkommen, ne? Oh, shit. Der Energie zurückbekommen? Ich hatte den doch schon weiter. Ach, noch mal. Nein, er trifft nicht, obwohl ich ihm direkt in die Fresse geballert habe. Und der verzögerte Letzte, ey. Pam, pam, pam. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich finde einfach verzögerte Attacken irgendwie nicht geil. Ich werde es nie geil finden. Auch wenn man es natürlich rechtfertigen kann durch Boss-Mechanik, Mechanik, bla bla bla. Ich finde es einfach immer pam, 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 pam. Das ist einfach entgegen dem menschlichen Rhythmus programmiert.
Nein. Wieso trifft er nur den scheiß Boden? Jesus Christ. Fuck, ich nehm's Katana. Was? Warum? Nein, du sollst nicht schlagen.
Wieso? Och lol, in der letzten Sekunde, wie er wegrollt. Der Wichser, ey. Heil dich, Mann. Ey. Oh. Das ist so lecker, ich hab das gesehen. Jesus Christ. Viermal ein Pixel daneben. Okay, jetzt aber, komm schon.
wie viele First Tries der schon hatte. Eigentlich immer. Jetzt schon? Oh. Trink doch, Mann. Kein Treffer. Es ist so nervig, ey. Es ist so nervig. Man denkt immer, das muss hundertprozentig ein Hit sein. Das hat Dieter Bohlen auch oft gedacht, ne? Fand ich vergessen. Hat der eine Hitbox oder ist es eine No-Hitbox? Der war doch schon längst bei einer halben Energie. Wie kann er denn jetzt schon wieder mehr als die Hälfte haben?
Es ist so krass, wie oft einfach die Attacken nicht treffen. Siehst nicht, wann es kommt. Es kommt halt von... Das ist so auch so eine miese Attacke einfach, weil die kommt von hinter dir, sodass du sie nicht siehst. Was? Ich weiß, ey, obwohl ich den Kampf jetzt schon 50 Mal gemacht habe, ich weiß immer noch nicht, über was ich da eigentlich drüber springe. Ich springe einfach hoch, weil es blau ist. Irgendwo kommt da scheinbar Schaden auf mich zu. Ich habe keine Ahnung, über was ich da drüber springe. Ist es ringförmig? Ist es... Keine Ahnung. Wieder nicht getroffen. Warum auch immer.
Wieso hat er jetzt wieder volle Energie überhaupt? Nicht getroffen. Warum? Ich stehe da mit einer Riesenwaffe direkt an ihm. Wieso triffst du nicht? Wieso triffst du einfach nicht? Er ist anvisiert. Ich stehe neben ihm. Ich drück die Schlagtaste. Er muss doch treffen. Ich raff es nicht. Diese scheiß random Ficke, ey. Wirklich. Kein Stamina. Okay, das ist die Erklärung. Danke. Beastlied. Wieder die Waffendreck gewechselt, ey. Nicht die Basics klappen. Das ist das Problem. Wenn die Basics nicht klappen, dann kannst du halt auch nicht gewinnen. Jetzt kommt wieder der geile Angriff. Wo du nicht weißt, warum er dich trifft. Kamera.
Dragon. Hey. Wieder nicht getroffen, lol, ey. Und falsche Flask, ja, nice. Alles. Perfekter Run. Der heilt sich doch gerade. Ich hatte den doch schon an der Hälfte, oder nicht?
Ich habe so Schweißhände. Es ist so nervig. Ich bin eben sogar schon einmal von dem scheiß Pad abgerutscht. Mich auch nervt, ist, dass wenn man die Waffen wechselt, dass immer wenn ich jetzt auf Katana gehe, ist es erstmal einhändig, so dass ich es erst nochmal, dass ich nochmal zwei Tasten drücken muss, dass es zweihändig ist. Wirkt nicht wie viel, aber es ist in der Hitze des Gefechts, wo es manchmal auf Frames ankommt, super nervig. Warum kann ich sie nicht gleich zweihändig in die Hand?
eine Drecksattacke, Alter. FromSoft sollte sich schämen für diese Attacke, wirklich. Wenn man nur nach hinten schauen könnte, lol. Was für ein Spacko du bist, ey. Wenn ich nach hinten schaue, muss ich den Gegner abwählen. Ach, egal, was rege ich mich überhaupt auf? Was diskutiere ich überhaupt mit Ahrungs? Mach deinen Stream und zeig, wie geil du nach hinten schaust. Kleiner Keyboard-Hockey, ey. Geil, dass er nach dem Schlag noch mal so ein paar Meter nach hinten geht.
kommt auch nicht kreisförmig, das kommt irgendwie spiralförmig, würde ich sagen. Letzte Flask. Und er trifft nicht. Natürlich. Ich habe genau drauf geachtet. Der kommt nicht. Das ist kein Kreis, der so langsam enger wird. Das ist kein Kreis. Guckt nochmal genau hin. Ich glaube, man muss einfach im richtigen Moment nach hinten rollen. Aber wann dieser Moment ist, ist mir momentan noch sehr auf Glück. Ja, springen kann man auch. Ich roll halt lieber. Aber springen kann man auch, wenn man's kann. Hier, jetzt guck. Kein Mensch weiß, wenn da das Ding zuschlägt, ey. So, langsam habe ich keinen Bock mehr. Frust, größer Spaß.
springt er wieder nicht. Jetzt springt er wieder nicht, ey. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Jede verzögerte Attacke kostet mich eine Flask. Den Treffer habe ich nur gekriegt, weil ich wechseln musste auf zweihändig.
Wann darf ich angreifen? Gar nicht? Gegangen, ey. Das einzige Fenster für mich, wo ich gar nicht mal Damage machen kann. Ist das eine Charge Attack eigentlich? Ich glaube schon. Ist Impaling Thrust eine Charge Attack? Kann das mal jemand nachgucken? Hier hat es mich direkt getroffen jetzt. Jetzt heilt er mich, kriege ich deshalb den nächsten Treffer. Leute, ihr sollt's mal kurz googeln. Glauben bringt mir doch nichts. Ich glaube auch irgendwas. Ich muss es doch wissen. Ihr könnt doch gerade googeln. Ihr könnt es doch kurz mal nachlesen. Oder das ist wie die Leute, die bei Wer wird Millionär aufstehen, bei der 500.000 Mark Frage. Warum stehen nicht nur die auf, wenn die Frage ist, wie viele Knöpfe hat ein Cockpit? Warum stehen da nicht nur die Leute auf, die selber die Knöpfe gezählt haben? Warum stehen dann auch Leute auf, die sagen, ja, ich bin auch schon mal geflogen, es müssten so, ja, weiß nicht, könnten so 300 bis 200. Ah ja, danke für diese Einschätzung bei der 500.000 Euro Frage. Das bringt mir original überhaupt nichts.
Und dann haut er gleich wieder rein, ey. Komm schon jetzt. Yes! Bitch! Ihr müsst nicht mehr googeln. Oh. First try, ey. Könnt ihr Maxim jetzt erzählen, dass ich den beim ersten Mal gelegt habe? Ob Maxim vielleicht noch ein paar Tipps braucht. Ey, Maxim, hast du gehört? Hätte ja den beim ersten Mal gelegt. Ja, keine Ahnung, ist einfach allen Attacken ausgewichen, einfach mega gut gespielt, so wie man es kennt von ihm. Naja, ist ja auch einfach der krasseste. Ja, stimmt echt. Ich dachte, der sagt das immer nur so, aber der ist ja wirklich der krasseste. Ja, ja, nee, der ist. Der ist krass, ey. Richtig krass. Okay. So, jetzt entschuldige ich mich auch bei allen, die ich beschimpft habe im Chat. Sorry. Renmin287, vielen Dank für deinen Sub. 32 Monate, krass, Mann. So, wir können jetzt wieder Frieden schließen. Okay, dann gucken wir mal jetzt, was es hier überhaupt noch zu entdecken gibt. Erstmal zum Bonfire. Ist das die gleiche Arena wie Midir? Sieht fast genauso aus, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe. Es ist natürlich auch schon lange, lange her. So, wir haben nur eine Remembrance gekriegt, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt, ja. Was ist hier? St. Trina's Disciples Cookbook. Lulling Branch, okay. Was ist jetzt das? Das ist jemand. Imbibe Nektar. Ja klar, ne? Keiner im Chat schreit auf. Auf keinen Fall. Okay, dann machen wir es. Das ist St. Trina, die Schlaftante. Oh. Ihr Frechdachse.
Moment, das kann doch jetzt hier nicht. Muss man die schlagen oder was? Mehrmals machen. Habe ich irgendwas, was mich immun macht? Nee, ne, das ist auch Quatsch, glaube ich. Man kann sie gar nicht angreifen. Das Symbol da links, dieses Sternsymbol, bedeutet, man kann hier gar keinen Angriff machen, ähnlich wie beim Roundtable. Ihr trollt mich, ne? Es passiert gar nichts, wenn man es mehrmals macht, stimmt's? Mal. Ihr Fucker, ey, ohne Scheiß. Ihr wisst genau, dass ich sowas glaube. Glauben will. Ich kann doch jetzt nicht 13 Mal hier hingehen, das ist doch auch Quatsch. Da würde ja kein normaler Mensch würde das machen, ohne irgendwie das zu wissen. Irgendwas fehlt. Okay, das ist Bullshit. Mick. What? Mikilla. Stop. Don't turn the poor thing into a god. What the fuck? Alter, wer ist denn so doof und macht das 4-mal? Hazel! Ey, ihr Nussis, vielen Dank! Vielen Dank für den Raid. Wir spielen hier schön Elden Ring und wir haben gerade was rausgefunden. Guck, die sagt schon wieder was anderes. Godhood would be Mikellas prison. Jedes Mal. Leute, was geht hier? Ich bin in einem Endlos-Loop aus Tod. Ich muss jetzt noch mal rein. Ich mach das jetzt so lange, ohne Scheiß. Bis Elden Ring 2 raus ist. Und dann kann ich sagen, ey, wenn man das 3 Millionen Mal macht, kommt Elden Ring 2 raus. Sagt sie jetzt wieder was? Sagt sie jetzt wieder was? Oder was anderes, besser gesagt? Okay,
Okay, ist jetzt das dritte Mal, dass sie was sagt. Also was Unterschiedliches. Holy shit. Also man muss sich viermal muss man hier sterben, damit sie überhaupt anfängt, was zu sagen. Und dann sagt sie jetzt zum dritten Mal schon was anderes. Okay, jetzt wiederholt sie sich. Zum ersten Mal. Grant him forgiveness. Okay, aber inwiefern bringt mich das weiter? Keine Sorge, ich spreche jetzt nicht nochmal mit ihr. Ich muss den Raum noch genau abchecken. Nektarblagen, vielleicht. Okay, das sind diese Sachen und wir haben dieses Cookbook gefunden. Also die Hinweise sind eindeutig. Wir müssen vielleicht das gucken. Okay, checken wir mal ab. War gar kein Bellbearing. Das war ja zum Craften, ich bin ja so dumm. Egal, jetzt sind wir eh schon hier. Komm, kurz gucken. Unübersichtlicher kann man es auch nicht mehr machen mit den ganzen Bellbearings. Okay. Okay, das war ja richtig dumm. Ich kann doch einfach craften. Hier. Lulling Branch slowly builds up sleep while gradually restoring FP. Tree branch blessed with a velvety purple incantation, craftable item. Pierce oneself, causing a gentle buildup of sleep. When this sleep reaches the threshold, of course, a general fogginess, no effort.
Ah, vielleicht muss ich einfach einschlafen vor ihr. Kill du doch, Michaela. Warum muss ich mal das machen? Okay, okay, okay. Einmal ein Versuch noch, ein Versuch. Ich glaube, es ist Quatsch, aber ich probiere es aus. Was passiert, wenn ich jetzt schlafe? Das komplette Balken geht ja immer voller. Ja? Achtung. Lol. Okay, es hat absolut gar nichts gebracht. Okay. Well. Versuch was wert. Ja, keine Ahnung, ey. Irgendwas fehlt scheinbar. Putrescens Cleaver oder Vortex of Putrescens. 32 Int. Das ist ein Quatsch. Jetzt hast du endlich mal dein Lager aufgeschlagen. Putrescent Affixion. Human Bones gains power from the wielder's arcane attribute. Unique skill spinning guillotine. Bestimmt eine Scheißwaffe. Weil es auch ein Scheißgegner war. Ja, nun. Ich bin ein bisschen überfragt. Saint Trina. So viele NPCs habe ich ja auch noch gar nicht getroffen, ehrlich gesagt.
Wer ist denn der Tjolir? Wer ist... Geh zu Tjolir. Weil ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ihr Spoilersäue. Gifttyp. Östlich des... Da ist Tjolir. Das ist aber jetzt fieses Backseat Gaming. Da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, muss man fairerweise sagen. Ach, der Gifttyp. Stimmt, aber was hat der nochmal erzählt? Are you not affected? Even with the spell broken, I'm feeling rather lost. Haunted by memories of Centrina. Her visage, her sender. The lore of velvety sleep. Would kindly Mikola chasten me for falling for Centrina, while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Are you certain of this? Is this all a plot to make a mockery of me? Oh heavens, what am I saying? Forgive me. You deserve my deepest gratitude. I will make the journey to the southern coast, as you say, to venture into the depths of the fissure. I will make the journey to the southern coast, as you say. Hmm. Meint ihr, der ist jetzt schon da, wenn wir da hinreisen? Poison. Soon I will hear her voice. Let me be. I won't be long. Oh, I almost forgot. You mustn't follow my example. Centrina's poison would plunge you into an eternal slumber. Ja, das habe ich schon rausgefunden. It must be me. And only me. I'll thank you not to lie to me. I am the chosen, not you. Only I can doze off in the sea of Centrina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Machen wir nochmal, oder? Warum es nicht getan? I will never. Okay, cool.
Siehst du, sie hat mich umgebracht und nicht dich. Ha! Who's laughing now? Oh, guck an. Jetzt vergessen mit dem Vergiften. Pummel, die kommt einfach weg hier. Tschüss. Die Gusch. St. Trina's Smile. Sleep in the vicinity increases attack power. Oh Gott. Ist das komplett useless, Alter. Habe ich überhaupt keinen Use Case für. Und auch noch ein Talisman. Wer spielt denn ein Sleep-Build? Soll ich nochmal den Nektar nehmen? Komm. Vielleicht ist jetzt wieder was anderes. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oh, der liegt da am Boden? Oh, tatsächlich. Hab ich gleich gesehen. Ich liebe einfach diesen Kiss of Death. You must kill me, Killer. No good to anyone. Beginning to end. Weak as a kitten and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please. Assuming you spoke the truth back then. What did St. Trina tell you? You are a wretched, wretched soul. Ich raff's nicht. Wieso ist sie denn immer sauer? Sie fragt mich doch. Could plague me. Such a thing could possibly be. Could it? St. Trina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Trina, in my bed. Was ist mit euch zwei? Achso, er ist neidisch, weil sie mit mir gesprochen hat. Ich verstehe. Aber er fragt mich auch immer. Was hat sie gesagt?
Ja, sie hat gesagt, ich soll Mikella töten. Du Schwein! Noch einmal. Das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Na gut, ich glaube, damit ist dieses Kapitel hier auf jeden Fall jetzt geschlossen. Wir machen noch einmal den obligatorischen Bossraum-Check, der in 98,89% aller Fälle noch nie was gebracht hat. Aber für diese 1,2% wollen wir es natürlich. Es sind noch nicht mal 1,2%. Ja, manchmal kommt auch erst beim zweiten Mal durchlaufen nichts. Ja. Okay. Okay. Gut. Hier geht's also nicht mehr weiter. Damit hätten wir diesen Part, dieses... Ist natürlich die Frage, ob wir schon. Oder in der Höhle. Alles gemacht haben, aber naja. Wo gehen wir als nächstes weiter? Beim nächsten Mal. Ich glaube, wir gehen hier hin. Ja, ja, macht euch nur lustig über meine Genauigkeit. Wir testen noch einmal kurz das neue Schwert. Also es sieht zumindest nicht uncool aus, finde ich. Hat schon was.
Toll. Ist natürlich nicht hochgelevelt, ne? Aber ich glaube, dass die nicht krass ist, die Waffe. Ich weiß nicht, wann man das mal benutzen soll hier. Weiß ich nicht. Geiler gewesen, wenn die Waffe so dieses Moveset hatte, die der Boss auch im Kampf hatte. Also, dass er die so ganz weit zum Beispiel an der Kette werfen kann oder also verlängern kann oder so. Oder einfach die Waffe noch werfen. Ah, L2, R2 gibt's auch noch. Aber gegen Bosse, ich weiß nicht, klappen solche Attacken meistens nicht. Im PvP kannst du es auch vergessen. Es sieht ganz nice aus, aber ich glaube, es ist useless, ehrlich gesagt. Was haben wir noch gekriegt? Wir haben hier das Centrina-Schwert gekriegt, das ist das Schlafschwert. Oh, ey. Mists of Eternal Sleep. Ich habe wahrscheinlich die einzigen Gegner im Spiel gefunden, die immun gegen Sleep sind, um die Sleep-Waffe zu testen. Nee, guck, der Sleep. Na gut. Na gut, na gut.
Die würde ich noch hochleveln tatsächlich. Ich glaube, die ist geil. Was hatten die für Damage-Typen? Lightning. Da gefällt mir auch das Moveset enorm gut. Geile Reichweite hier. Ja, einhändig gute Reichweite. Das knallt auch. Jetzt schon ganz gut rein, dabei ist sie noch Stufe 1. Ich glaube, die gönne ich mir. Oder? Zumindest auf plus 9. Sonst mit unserer ganzen Kohle machen. So, jetzt nochmal testen. Zweitausendachthundert, yes. Sieht doch geil aus. Geh nochmal zu Enya und kauf den Shop leer? Habe ich das nicht schon gemacht? Ach du Köter, ey. Glaube ich, das schon gemacht im ersten Run. Aber ich habe die Sachen von ihr ja alle. Hier die Sachen, meinst du? Kannst gar nicht alles kaufen, weil die endlose Pfeile hat. So, den Rest habe ich. Jetzt habe ich Radahns Helm doppelt.
So, jetzt habe ich alles gekauft. Wartet ihr bei ihr. Und jetzt? Du wolltest einfach nur, dass ich die Sachen alle kaufe, ne? Da passiert gar nichts, wenn man das macht. Ganz kurz. Ach ne, kann man das noch? Das noch testen? Nach manchen Bosskämpfen kann man da neue Sachen kaufen. Ja, das weiß ich natürlich. Das habe ich ja auch schon. Sag ja, die hat ordentlich Stagger, die Waffe. Aber hier gegen diese dicken. ...1800... ist nicht so viel tatsächlich. Wenn ich jetzt mal vergleiche mit. Nehmen wir mal. Irgendwas anderes. Ja, Blasphemous Blade. Ja, 1700, okay, ungefähr gleich. Nehmen wir mal einfach nur aus Fun o Fun mein Captain America Shield, von dem ich euch ja schon tausendmal erzählt habe. Guckt euch das an. Keine Chance hat er. Und wenn wir mal das hier nehmen, dem spiele ich eigentlich viel zu selten. Okay, jetzt habe ich eine Fat Roll. Ist egal jetzt. 2100. Dann nehmen wir mal nochmal den Silurias Tree zum Vergleich. Den haben wir ja nun beim Boss jetzt oft genug gesehen, aber nur mal zum Vergleich. 2200. Dotzt den sogar weg und die Reichweite ist amazing. What
Was haben wir noch zum Testen? Die Typen sind immer ganz gut zum Testen, finde ich, von Waffen. Melanias Waterfall Dance. Natürlich auch treffen. Gibt sich alles nicht so viel, ne? Die machen alle ungefähr zwischen 1, 7 und 2. Also keine großen Unterschiede. Zum Vergleich nochmal Rivers of Blood gucken. Haben sie jetzt mittlerweile so weit genervt. Sieht man auch am MP-Verbrauch. Also, ne? Zwei Drittel, ne, Quatsch, viel mehr. 80% der MPs sind draufgegangen. Nehmen wir mal Heavy Greatsword mit Lion's Claw. Auch wieder. Der sollte staggern. Ja, ich weiß nicht, ob mir Savage Lion's Claw besser gefällt als Lion's Claw. Ich habe es neulich mal getestet. Da hatte ich das Gefühl, dass Lion's Claw doch erstens schneller geht und auch mehr Stagger Damage macht. Ergibt sich nicht viel, ne? Außer dass ich mehr Mana verbraucht habe. Ich glaube, ich bleib bei der normalen. Ups. Was haben wir noch? Können wir noch ausprobieren hier. Okay. Das hat er gar keine Hyper-Armor. Also bist du halt sofort am Arsch. Probieren wir nochmal die R1.
kannst halt knicken. Ist halt. Ist halt eine Mage-Waffe. Jetzt nehmen wir nochmal zum Vergleich meine geliebte Milady. Die gar nicht mal so. Also, ich nehme die ja nicht, weil die so krass viel Schaden macht, aber die hat natürlich ein brutal variables Moveset. Und ich liebe einfach hier diese Attacke hier. Guck mal hier, die macht 2000 und Double. Die ist einfach ultra. Siehst du mal. Milady macht hier über 2000 inklusive Stagger. Die ist nicht zu unterschätzen, die Waffe, meine Lieben. Die ist nicht zu unterschätzen. Was haben wir noch? Das wird nicht so viel bringen. Die Bearclaws können wir mal checken. Ja, von denen war ich ein bisschen enttäuscht. Die sehen geil aus, aber sie ehrlich gesagt nicht gefeiert. Okay, aber die hauen schon echt derbe rein. Verbrauchen allerdings auch dann mit der L2 gut MP. Ich habe die Beast Claws habe ich jetzt in letzter Zeit schon wirklich nicht mehr so oft genommen. Ehrlich gesagt, auch weil ich die so ein bisschen imbar fand. Und gegen Bosse habe ich sie eigentlich zu selten probiert. Wenn man nicht das Special benutzt, also die Red Bear Hand, dann sind die nicht so gut. Das Special ist gut, die Red Bear Hand ist gut, kostet allerdings auch gut Mana. Aber so die normalen Attacken, zu viel Cooldown. Da mag ich tatsächlich die Cold Dry Leaf, mag ich lieber. Weil die auch so überkrass. Hä, wieso lebt der noch? Mal zum Vergleich die Beast Claws. Wo sind die? Da. Haben wir jetzt natürlich auch Blatt. Ist ein bisschen unfair. Gehen schon ab. Ja, die sehen halt scheiße aus. Jo. Okay, ihr merkt schon, ich kann mich einfach von diesem Spiel nicht trennen, aber jetzt ist es spät und ich muss jetzt ins Bett.
Leute, das war's mit Elden Ring für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wieder mal ein Boss First Try gelegt, viele Waffen ausprobiert, eine Quest gemacht mit Hilfe von Chat. Allein wäre ich da natürlich nicht drauf gekommen, muss ich ganz klar sagen. Ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Damit ihr in Zukunft mehr Videos wie diese vorgeschlagen bekommt. Alles für den Algo. Haut rein.